Road Not Taken basiert auf einem Gedicht von Robert Frost und liefert für ein Indie-Spiel eine besondere Hintergrundgeschichte. Darin übernimmt ihr die Rolle eines vermummten Waldläufers, der in ein abgelegenes Dorf kommt und die dort verloren gegangenen Kinder retten soll. Das Genre lässt sich als Puzzle-Adventure deuten. Eure Aufgabe ist es, allerlei Dinge zu verschieben und zu kombinieren. Nach dem Aufheben könnt ihr die Gegenstände allerdings nur werfen oder mit dem Objekt laufen. Gezieltes Anheben ist nicht möglich. Was sich links, rechts, oben oder unter euch befindet, wird mit angehoben. Selektieren geht nicht. Das Bewegen mit den angehobenen Objekten verbraucht zudem wichtige Energie. Ist diese aufgebraucht, müsst ihr die Kinder zurücklassen und werdet ohnmächtig und verliert ein Leben. Ihr habt zwar mehrere Leben zur Verfügung, bevor das Spiel endgültig endet, und könnt euch jederzeit zum Bürgermeister zurückteleportieren, doch dadurch verliert ihr jeweils ein weiteres Jahr. Insgesamt könnt ihr im Spiel maximal 15 Jahre lang Kinder retten. Für besonders effizient abgeschlossene Levels erhaltet ihr dagegen einige Gegenstände, die euch die Rätsel erleichtern oder mit denen ihr ganze Gegnergruppen verschwinden lasst. Letztere sind jedoch meist mit einem negativen Zusatzeffekt verbunden. Road Not Taken präsentiert sich in einem sehr niedlichen Zeichenstil und wird visuell unter anderem durch Schneestürme und Sonnenschein untermalt. Das Crafting-System macht jedoch den größten Reiz im Spiel aus. Ihr könnt euch meist nützliche, manchmal aber auch durchaus gefährliche Dinge zusammenschustern. Seid ihr einmal tot, war's das. Immerhin werden Notizaufzeichnungen in eurem Büchlein festgehalten, sodass ihr gefährliche Kombinationen fortan vermeiden könnt. Und auch abseits des Levels bietet auch das Dorf einige Schauplätze. Ihr wollt euch die Liebe der Dorfbewohner kaufen? Nichts leichter als das. Ihr sammelt neben Kinder noch viele weitere Objekte, die ihr den Dorfbewohnern schenken könnt, um eure Beziehung zu ihnen zu verbessern. Je enger die Beziehung ist, desto nützlichere Gegenstände schenken sie dem Spieler im Gegenzug. Die meiste Zeit werdet ihr aber wohl in eurem Haus verbringen. Hier erwartet euch euer treues Hauskätzchen, während ihr eure Ausrüstung sortiert. Road Not Taken erweitert das Indie-Portfolio der PlayStation 4 mit einem spaßigen Puzzle-Adventure, welches knackige Rätsel und Herausforderungen mit einer ungewöhnlichen Geschichte verbindet. Leider sind die Level nicht abwechslungsreich genug, um euch dauerhaft bei der Stange zu halten. Auch der teils unfaire Schwierigkeitsgrad aufgrund der zufällig erstellten Level trübt das Spielgeschehen, da ihr oftmals nicht weiterkommen könnt. Für einen kurzen Zeitvertreib und für Freunde einer gepflegten Knobelei ist Road Not Taken bestimmt einen Blick wert.